Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin Spielt Kanal. Heute testen wir wieder Horror Games. Ich hab mega Bock drauf, Freunde. Ich habe ja vor einigen Tagen Slenderman gespielt. Das seht ihr jetzt hier nochmal das Thumbnail groß eingeblendet. Eigentlich war ja mein Plan, in dem Video verschiedene Horror-Games zu testen. Nur es ist halt dann irgendwie nur Slenderman geworden, weil es halt extrem lang war, das Game. Und ich wollte es unbedingt zu Ende spielen. Deswegen heute Teil 2 sozusagen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert unbedingt den Kevin-Spiel-Kanal, würde mich sehr freuen. Lasst ein Like da. Und ich würde sagen, wir gehen ab in den App Store. So, wir sind im App Store drin. Und wir geben jetzt hier einfach mal wieder Horror Games ein. So, und dann gehen wir auch mal wieder auf die Top 10 Gruselspiele. So, Hello Neighbor haben wir schon gespielt. Slender the Arrival haben wir schon gespielt. Player's Dead Inside. Das haben wir noch nicht gespielt. Gut, sagen, das testen wir jetzt einfach mal aus. Okay, Spiel öffnen. Okay, wir gehen mal auf Gratis ausprobieren. Da bin ich nochmal gespannt. Also das sind wahrscheinlich dann wir. Können wir uns irgendwie bewegen? Also wir können uns anscheinend bewegen. Krass. Okay, die Steuerung ist relativ simpel. Wir haben nicht mal Tasten auf dem Bild. Wir bewegen uns einfach so nach rechts und nach links geht zurück. Hoch springen wir. So können wir uns irgendwie ducken. Nee, ne? Ducken können wir uns nicht. Gucken wir mal. Keine Ahnung, worum es hier in diesem Spiel geht. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Wir bewegen uns anscheinend einfach nur die ganze Zeit immer nach rechts. Mal gucken, ob da... Also es wirkt bisher noch nicht so gruselig auf jeden Fall wie Slenderman. Können wir irgendwie so sliden? Nee, ne? Sliden können wir nicht. Okay, hier müssen wir dann wahrscheinlich rüberspringen. Okay, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Der hat sich auch schon direkt geduckt, der Kollege. Okay, also das hier bedeutet anscheinend Gefahr. Wir laufen immer noch geduckt. Jetzt laufen wir wieder normal. Okay, gut zu wissen. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Okay, da vorne unterhalten sich welche. Oh. Haben die mich bemerkt? Kann ich jetzt irgendwas machen? Ah, ich kann mich hier verstecken wahrscheinlich, ne? Ich vermute mal, wenn ich mich selber nicht sehen kann, dann können die mich auch nicht sehen. Okay, laufen zum Glück da an der Seite vorbei. Dann rennen wir jetzt mal weiter. Okay, also bisher Grafik sehr cool, muss ich sagen. Gefällt mir. So eine düstere Atmosphäre. Können wir damit irgendwas machen? Nee, ne? Ah, wahrscheinlich müssen wir den... das Ding hier... irgendwie dagegen werfen. Ich kann doch bestimmt hier auch mit Sachen interagieren, oder nicht? Wenn ich das jetzt mal antippe. LOL! Krass, okay, ich kann damit echt interagieren. Aber ein bisschen weiter müssen wir das noch schieben, denke ich mal, oder? Ah doch, hat gereicht, okay. Oh, da vorne sind wieder so Wachen. Okay, und schnell, lauf, lauf, lauf. Ja, bisher wurden wir noch nicht erwischt. Hey, es ist cool, das Game. Ich finde es nice. Hier müssen wir wahrscheinlich mit Anlauf springen. Und jump! Nee. Hier müssen wir irgendwie wieder entweder mit Anlauf springen oder irgendwas anderes müssen wir hier machen. Können wir diese Kiste mitnehmen? Ja, wir können die Kiste mitnehmen. Bringt das dann jetzt schon was? Können wir da raufgehen? Nee, wir müssen die Kiste anscheinend da runterschieben. So... Alter, es ist alles so selbsterklärend irgendwie. Wie geil. Oh, jetzt sind wir im Wasser. Oh, ich will mich ein bisschen beeilen. Wir sind gerade ziemlich offen. Nein, die sehen uns auch. Nein, da ist so ein Wurf. Wow, wow. Verdammt. Oh, wir sind, glaube ich, tot, oder? Nein. Ich glaube, wir sind gestorben, oder? Nein, ich hätte den Jump schaffen müssen, denke ich. Ah, der Doggo kommt. Ich muss diesen Jump schaffen. Boah. Das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Okay, jetzt haben wir den Jump geschafft, immerhin. Hey, wie cool das Game ist. Es bockt voll. Ich will voll wissen, was wir jetzt hier machen müssen. Die Grafik ist auch sehr, sehr cool. Also Real Talk, sehr, sehr geiles Game bisher. Wir zocken das auf jeden Fall noch ein bisschen. Wir können ja mal diese Gratis-Version auf jeden Fall durchspielen. Okay, der schaut da so links rüber. Ah! Lauf! Nein! Was? Ich bin doch gerade dahin gekrochen. Nein, ich war ein bisschen zu langsam. Lauf, Junge, lauf! Boah, es war so knapp, Mann. Oh, da vorne ist ein Auto. Kann sich mal wieder ducken? Danke. Was machen wir jetzt? Wie soll der? Er sieht uns doch safe, oder nicht? Der sieht uns ja zu 100%. Was mache ich jetzt? Hä, was soll ich machen? Was soll ich da denn anderes machen? Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Nein. Ah, okay, das Auto fährt nach einer Zeit vorbei. Wir haben so einen Vorsprung. Wir müssen warten, bis das Auto vorbeifährt und dann in dieses Haus da, glaube ich, rein. Ich glaube, das ist die Lösung. Okay, jetzt haben wir so einen guten Vorsprung. Jetzt müssen wir kurz auf die warten.
Nein! Oh, wir haben es doch fast geschafft. Okay, hier müssen wir uns wahrscheinlich verstecken. Kurz. Hä? Hä? Was für ein Scam, Mann! Oh mein Gott, wir sind wieder hier. Lauf, Junge! Boah! Wie knapp! Holy shit, Mann! Oh, da müssen wir wahrscheinlich kurz warten. Nein, wir sind gestorben wegen Luft! Wahrscheinlich müssen wir hier so richtig tief runtertauchen, oder? Ja, und ich denke mal, jetzt sehen wir uns nicht mehr. Ja. Alter. Ey, cooles Spiel. Cooles Spiel, wirklich. Okay, ein bisschen laufen wir noch und dann testen wir nochmal ein anderes Spiel. Aber wenn ihr hiervon vielleicht einen zweiten Teil sehen wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Okay, ich glaube hier in dem kleinen Gräsern, oder wie das heißt, in diesem Feld hier, stoppen wir jetzt mal das erste Game und kommen zum zweiten. Okay. Ich würde sogar nochmal so ein Horror-Game irgendwie zocken. Ich glaube, wir zocken jetzt nochmal State of Survival Zombie War. Das zocken wir jetzt nochmal. Okay. Anscheinend ist hier Zombie-Apokalypse. Solche Zombie-Filme und allgemein so Zombie-Games immer ganz cool. Oh, da ist so ein Zombie. Oh, da haben wir jetzt mitgeholfen. Cool. Frankhof presst meine Rohrbombe. Was? Junge, einfach eine Rohrbombe. Hä? Unsere Siedlung ist in der Nähe. Okay. Hol? Okay, wir sind da. Okay, ich soll diese Büsche klein machen. Lol. Oha. Da waren einfach so Tomaten drin. Krass. Tomaten und Holz. Okay, bauen. Ich soll eine Farm bauen. Bauen wir nochmal eine Farm neben die aktuelle Farm. Säubere 4 Stellen der Siedlung. Okay, machen wir mal. Zack, Stelle Nummer 1 ist sauber. Zack, Stelle Nummer 2 ist sauber. Oh, irgendwie so eine Scheune. Ich soll die Scheune erkunden. Hä? Infizierte vernichten. Ah, okay. Jetzt habe ich irgendwie so eine Aufgabe anscheinend. So, dann stellen wir mal das Geschütz auf. Okay, anscheinend sind das so Mini-Missionen, so wie es jetzt aussieht. Oh, die kommen dichter. Oh, die da hinten können wir auf jeden Fall aufhalten. Nein, Frank ist fast tot, der Hund. Nein. Aber wir haben es geschafft. Nice, let's go. Wir sollen noch mehr solche Büsche fertig machen hier. Ich glaube, das haben wir jetzt auch abgeschlossen. Nice, die Scheune haben wir repariert. Ja, also ist ganz interessantes Game. Ist jetzt nicht so mein Fall, da fand ich das erste auf jeden Fall deutlich spannender, bin ich ehrlich mit euch. Aber auch natürlich hier, wenn ihr den zweiten Teil sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Allgemein, irgendwie diese Horror-Games sind alle mal ziemlich lang. Deswegen gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr diese Serie weiterhin sehen wollt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und schreibt gerne eure Meinung zu den zwei Games in die Kommentare. Ciao, ciao.